Heute geht es um den Namen der Sendung. Und beim Namen sollte man sich echt Mühe geben, denn Amazon hat ein Audiogerät namens Amazon Echo auf den Markt gebracht. Die chinesische Kopie davon heißt Linglong Ding Dong. Make the Internet great again. Kai Philipp Walulis. Wenn wir jetzt einen Namen anhand der erfolgreichsten deutschen Sendungen des letzten Jahres aussuchen würden, dann bräuchten wir irgendetwas mit Deutschland, Star und Super im Titel. The Superstar of Germany. Deutschland Stars Super. Super Deutschland. So in etwa. Sendungsnamen haben aber durchaus ein System. Innerhalb eines Genres klingen sie gleich. Wenn wir an Tatort denken. Oder Polizeiruf 110. Oder in Amerika Crime Scene Investigation und Law and Order. Alles schreit Staatsgewalt. Aber alles nicht so schlimm wie der ARD-Nachmittag mit seinen Zoosendungen. Elefant, Tiger und Co., Pinguin, Löwe und Co., Panda, Gorilla und Co., Giraffe, Erdmännchen und Co., Wolf, Bär und Co., Leopard, Seebär und Co., Nashorn, Zebra und Co., Seehund, Puma und Co., Papageien, Palmen und Co. Etwas mehr Mühe haben sich die Amerikaner mit dem CSI-Franchise gemacht. Das ist eine Krimiserie, läuft seit 16 Jahren und hat mehrere Ableger, nämlich auch noch CSI New York und CSI Miami. Man könnte sagen, das Muster ist namentlich bekannt. In Deutschland gibt es übrigens ein ähnliches Phänomen. Da benennen die Leute die Tatortfolgen auch nicht nach ihren Ermittlern, sondern nach den Städten, in denen sie spielen. Und dann hört man so Sätze wie, der Münsteraner Tatort war wieder richtig witzig. Nein, ich finde ihn wirklich witzig. Bei Sendungen mit nicht personalisierten Titeln kann man einfach das Personal austauschen. Funktioniert auch bei Castingshows. Wenn dort Nena nervt, kommt dann einfach Yvonne Katterfeld. Diese Show ist einfach einzigartig und es gibt keiner, die so niveauvoll ist, so tolle Sänger zu bieten hat. Bei Sendungen wie Rach der Restauranttester geht das natürlich nicht. Der Name macht ganz klar, A, hier muss ein Restauranttester dabei sein und B, es muss Rach sein. Die Amerikaner haben einen pfiffigen Workaround um dieses Problem gefunden. Sie nehmen einfach den Sendungstitel, The Tonight Show, und fügen den Namen des Hosts dazu, with Conan O'Brien. Und wenn Conan O'Brien nicht mehr da ist, dann heißt halt plötzlich die Tonight Show with Conan O'Brien, die Tonight Show with Jimmy Kimmel. Fuck. With Jimmy Fallon. Jimmy Fallon meine ich. Deutsche Comedy-Formate haben ein anderes Niveau, funktionieren aber ähnlich. Bülent und seine Freunde. Toll ist es nicht. Geht's noch? Kajas Woche. Willkommen bei Mario Barth. Oder die Comedy-Show Mario Barth deckt auf. Wenn ich mir jetzt unseren alten Sendungstitel Walulis sieht fern anschaue, dann war das namenstechnisch tatsächlich im Trend. Es wurde gesagt, worum es geht und wer es macht. Doch muss das wirklich sein? Wir könnten die Sendung auch einfach Walulis nennen. Immerhin sind viele Sendungen nach ihren Moderatoren benannt. Wie zum Beispiel Anne Will, Maybrit Illner und Maischberger. Trotzdem arm. Ja, das Problem ist aber, dass man ohne Vorkenntnisse gar nicht weiß, was der Sinn und Zweck dieser Sendung ist. Mit Vorkenntnissen allerdings auch nicht. Auch bei YouTube heißen die Kanäle wie die Moderatoren. Und der Showinhalt bleibt auch dort ebenfalls sehr vage. Das ist genau anders als wie bei Tatort oder CSI vorhin. Da bleibt das Format gleich und das Personal wird ausgetauscht. Bei YouTube bleibt das Personal gleich, aber das Format kann alles Mögliche sein. Wenn wir zum Beispiel Dagi Beast Channel anschauen, dann reichen die Videos von Make-up-Tutorials bis hin zu Comedy und Challenges. Weiterer Unterschied, YouTuber haben Künstlernamen, die hip und schweinecool klingen, wie zum Beispiel Julian Bam oder PewDiePie. Also vielleicht müssen wir einfach nur mal den Namen überdrehen und schon sind wir am Ziel. Das ist also gar nicht so einfach mit dem Sendungsnamen. Und deshalb werde ich jetzt im nächsten Video zu einer Frau hingehen, die sich damit auskennt, die bei einer Agentur für solche Namen arbeitet. Und der werde ich auch mal eure Vorschläge vorstellen. Mal schauen, was sie dazu sagt. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, gibt es Namen, die ihr absolut scheiße findet? Schreibt das bitte in die Kommentare. Ich werde jeden durchlesen und liken. Und das machen wir so lange, bis ich kotze.